Dann hat er ihn mitgenommen. Jetzt hören wir, hat er so viel zu Hause gehabt, dass er einfach einen Gast bewirten konnte? So kam er nach Hause und er sagte, ehre den Gast vom Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, so sagte seine Frau, ma indana illa kutu subyan. Wir haben nichts anderes, außer das, was gerade einmal für unsere Kinder ausreicht. Das heißt, wenn sie nicht essen, werden sie uns Probleme machen. Die werden die ganze Nacht weinen. Subhanallah. Was sagte er? Er sagte zu ihr, bereite das Essen vor, mach den Herd an und die Kinder, wenn es zu lange dauert, werden sie einschlafen. Dann servierst du das Essen für den Gast und sie taten das. Ja,